So, moin, herzlich willkommen zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich werde es jetzt so machen, weil der Titel zu lang ist sonst. Okay, im letzten Part haben wir den Dieb der Fotos gestellt. Danach haben wir den zweiten Tag angefangen. Wir sollen jetzt Geld sammeln, damit wir zum Strand können. Ich habe offscreen 1050 Taler gesammelt. Ich hatte recht, ich habe nochmal nachgeschaut, war mir nicht ganz sicher. Aber es sind 1050 Taler und ich habe es bei dem Skateboard mit den Briefen gemacht, weil es meiner Meinung nach da am schnellsten geht. Wenn man da dazwischen 7 und 8 Sekunden braucht, geht das doch ganz schön zügig. So, weiter geht's. Wir sollen jetzt zum Bahnhof gehen, weil Heiner da auf uns wartet, ja? Und ja. Wir müssen danach dann, ich glaube 2 AP kriegen wir denn danach, wenn wir das machen. Wenn man nur 650 sammelt, kriegt man nur einen Punkt. Und wenn man, also man muss mindestens 50 Taler sammeln, so ist das. Und ja. Wir haben übrigens alle Minispiele auch gemacht im letzten Part. Gut. Wahnsinn, Rox, das ist absolute Spitzenklasse. Davon können wir uns sogar eine Melone kaufen. Das sind eine Menge Taler. Weiterarbeiten? Nö. Ich habe genug verdient. Müssen 2 AP kriegen, ne? Jo. Du bist, Mensch, merklich geschickter geworden. 2 AP. Jetzt haben wir 52 AP. Yay. Also dann, wir sind vollzählig. Wie viel haben wir zusammenbekommen? Mal sehen. Das ist alles. Wow, Roxas. Das ist großartig. Davon können wir uns also eine Melone kaufen. Bravo. Ja, ich weiß, das hast du gerade eben schon gesagt. Added to what we started with, we now have, ta-da, 5,000 money. Sweet. Let's get tickets. We can't be together forever, so we better make the time we do have something to remember. Huh? Gotcha. Talerbeutel. Ein handgefertigter Beutel enthält 5000 Taler mit harter Arbeit verdienter Taler. Ja, wer das meiste Gold, ich. What? Roxas! 3 minutes! Okay. Four students. Roxas, the money. Wait. No. Huh? He took it. Where are you going? Remember when I fell? I had the money before that. I bet that guy took it. Guy? He couldn't have gotten too far. What are you talking about? There was no guy. Huh? But he... There wasn't? Really? Oh, boy. There wasn't anyone... there? Sehr mysteriös. Die Szene kennen wir ja noch. It's melting. Sorry. Cheer up already. That was definitely weird, though. Strange. You said it. Can you feel Sora? Can you feel Sora? Restoration at 28%. Namine, hurry. Is it really that hard to make a beach? We'd be giving the enemy another entry point. And this? We can always buy some sea salt ice cream. Objects from that town must be kept out of the real world. You can delete that. Mm.
As the key bearer, you must already know. One must not meddle in the affairs of other worlds. So many places I want to see. I know I'll get there someday. Thus, I do hereby dub the junior heroes. Hey, what do you mean, junior heroes? You rookies still don't understand what it takes to be a true hero. I wish for your freedom, Genie. Ow! Oh! Sally, why didn't I listen to you? Don't feel bad, Jack. We'll come up with another plan for Halloween. Next time, we'll do it together. Power! I am Mushu! Or are you too cool to play them now that you have the Keyblade? Riku? What are you doing here? Did you find her? I still can't believe it. It really flew. Wait till I tell Kai. I wonder if she'll believe me. Probably not. I'm searching too. For your light? Don't lose sight of it. Sora, where are you going? I'm gonna go look for my friends. They're waiting for me. Well, where are Donald and Goofy? Instead of worrying about them, you should be asking about her. Ja, ja, Erinnerung kommt wieder. Och, Mensch. Na, Dis, wir haben dich. Wir wissen, wer du bist. Wir haben dich schon gesehen. Who are you? Der dritte Tag. Was war für Lichtschalter da, ey? Hammer. Okay. Da. Mal gucken, was wir jetzt machen sollen. Oder was jetzt kommt. Ich weiß es nicht ganz genau gerade. Lass uns überraschen. Kommt alle zum Bahnhof. Heute geht es auf zum Meer. Und keine Sorge wegen des Geldes. Heiner. Wow, war das Geld da nochmal zusammengekommen, oder was? Okay. Treffpunkt. Jo. Ist übrigens alles genauso aufgebaut wie auch bei 358 Over Two Days hier. Aber irgendwie ist das. Ne, ich wollte gerade sagen, das gammelige Sofa. Sag, aber was steht da? Da steht hier sogar. Pants und Olets Lieblingssofa. Am besten sollte ja stehen: Pants und Olets gammeliges Sofa. Was seit 300.000 Jahren hier rumsteht. Was keiner haben will. So, heizen können wir. Ich habe euch ja gezeigt, mit Skateboard können wir übrigens auch fahren hier. Also auch normal. Hui! So, wir sollen zum Bahnhof. Okay, ich wollte gerade sagen, falsche Richtung jetzt fahren hier. Das wäre Fail. Wir können übrigens fast überall nachher noch hin, aber da müssen wir erstmal ein bisschen weiter. Ach, Mensch. Roxas. Hey. Morning. Huh? Hello, Roxas. Hi. And you are... I wanted to meet you at least once. Me? Yes, you. Olette dragged me along to go shopping. Hey, you want to come with us? Wait. Did you just see that? He's stalling.
Very well, then. We'll see you later, Roxas. Okay? Yeah. Did she go to that haunted mansion? Dann wir sollen jetzt anscheinend zur... Ich kann sagen, ja, ich dachte, jetzt kommt irgendwas Gerede noch. Ne, wir sollen zur Villa und zum verlassenen Herrenhaus, um weiterzukommen. Gut, machen wir. Weil wenn ich selbst so schon hingesetzt werden. Okay, wir werden wieder angegriffen. Von Gegnern. Ja, ja, von Gegnern. Hey, Chicken Wuss. Who's that? I don't know, but they've already crossed the line. Find a weapon. Ja, Roxas, mit dem Knüppel wird das nichts. Haben wir schon mal gehabt, das Problem. So, kämpfe gegen den mysteriösen Gegner. Das Lustige ist, ne, müssen wir achten jetzt hier. Die stehen die ganze Zeit rum und tun nichts. Die ganze Zeit stehen sie da und tun nichts. Die ganze Zeit chillen sie. Und ich muss ja gerade gegen Magge kämpfen, ey. Hammer mies, ey. Hui. Ich mag den da. Ich finde das voll lustig. Oh, oh. Eieieiei. Ist das weh, du Arsch. Ist das lustig? Findest du dich witzig? Uah, geh weg, geh weg, geh weg. Ich weiß gar nicht, sollen wir jetzt bestimmt Schaden bekommen oder... Ich habe keinen Plan. Wir warten ab jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock, hier drauf zu gehen. Ich habe keinen Plan, ob jetzt hier wirklich von alleine Kampf weitergeht oder nicht. Sehen wir gleich. Ich will mich auch nicht treffen lassen. Nachher müssen wir... Aber es passiert nichts. Wir warten mal. Wir lassen uns mal treffen. Okay, anscheinend ist es richtig. Use the Keyblade. Ja, jetzt können wir das Schlüsselschwert benutzen, oder? Nee, oh, ach ja. Stimmt, das kommt ja auch. So, aber in dem Teil ist das ein bisschen anders jetzt als in Kingdom Hearts 1 noch. Aber das erkläre ich gleich. So, ihr seht, der Ort der inneren Ruhe, kennen wir aus Kingdom Hearts 1, das war damals ja da, wo wir die Auswahl getroffen hatten zwischen Schild, Schwert und Stab. Hier ist das so, hier können wir uns einen auswählen und das hat nur damit was zu tun, wie wir die Abilities lernen. Wir lernen sowieso alle Abilities, die wir auch bei den anderen lernen würden. Nur die Reihenfolge ist ein bisschen anders. So, ich werde Schwert nehmen, weil... Ihr kennt mich, ich bin eher der offensive Typ. Dieses Schwert verleiht dir einen vom bloßen Ansehen Kraft. Wir werden aber trotzdem mal allein klicken, um mal zu sehen, was da steht. Mal gucken. Ein robuster Schild. Du hast das Gefühl, dass du damit jede Attacke trotzen kannst. Ja, vergiss das Schild nicht. Schild ist scheiße. Eine Aura umgibt diesen Stab. Du hast das Gefühl, als verleihe dir Weisheit. Nö, Weisheit ist scheiße. Stärke ist viel besser. So, gut. Und wie? So, die Kraft des Kriegers halten. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir kriegen jetzt... Oh, Schlüsselschwert. Yay! Oh Gott. Das ist ein Dusk übrigens. Also in der englischen Namen weiß ich, die heißen Dusk. Mir fällt gerade der deutsche Name ein. Das ist auch der deutsche Name. Ich bin gerade verwirrt. Okay, besiege all die mysteriösen Gegner. Aber was für eine Gegnerart das noch ist, haben wir gar nicht erfahren. Das erfahren wir ja erst noch. So, dann, wow. Und ich habe gerade ein bisschen Schaden bekommen, du Arsch. Ey, jetzt mal gut. Wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht irgendwie zu viel Schaden bekommen. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Und ich soll eventuell auch ein bisschen meine Kommandos mehr benutzen.
Aber ist so egal. Steh auf, Männchen. Da, da, da. Karoxas kann von nun an Abilities einsetzen. Charaktere können im Hauptmenü mit Abilities ausgerüstet werden. Nach einem Sieg in Missionskämpfen steigst du im Level auf. Deine Werte erhöhen sich und du lernst neue Angriffe. Du kannst auf einem Level aufsteigen, indem du Gegner besiegst und dafür XP sammelst. Wenn du dir Stecker zu stark vorkommst, lass Roxas am besten erst dann wenig im Level aufsteigen. So, man könnte jetzt hier machen, na, jetzt soll ich erstmal erklärt, Truhe öffnen und ganze Kram. Wir können jetzt auch in die gleiche Gegend hier, du kannst hier hoch und runter rennen, ganze Zeit, du kannst auch noch Level steigen und sowas. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Benutze das Situationskommando, um die Kiste zu öffnen. Jetzt, da, Dreieck, ne? Birth by Sleep, ich versuchte immer mit Dreieck zu öffnen. So, das Kommando Item wurde hinzugefügt. Benutze das Steuerkreuz oben und unten, um Item auszuwählen und drücke X. Du wählst das Item aus, und das du benutzen willst und drücke X. L1 und zum Beispiel X für schnellen Zugriff auf bestimmte Items. Diese Einstellung kann zum Hauptmenü geändert werden. Oh Gott, ich lese zu schnell. So, jetzt kommen wir in die Tür hier. Tür öffnen oder was? Wir können mal zeigen, welche Abilities wir bekommen haben. Sei vorsichtig. Dafür, dass wir auf Veteran spielen. Hinter dieser Tür liegt eine gänzlich andere Welt. Aber fürchte dich nicht. Bleib nicht stehen. Okay, ich gehe weiter. Nein, aber ich soll euch das Menü zeigen. Von nun an, wenn deine HP auf 0 sinken, heißt es Game Over. Denke daran, deine HP-Leiste immer rechtzeitig wieder aufzufüllen. Ja, wir haben eh volle Leben. Okay. So, aus das Autonavon. Autonavon verbraucht man ein Item, wird dasselbe Item automatisch wieder nachgefüllt. Wird es am Ende des Kampfes... Achso, wenn ein Item verbraucht wird, wird es am Ende des Kampfes wieder nachgefüllt. Wann wird das Item nachgefüllt? Das Item wird automatisch nach dem Kampf nachgefüllt. Lerne, wie man Autonavon konfiguriert. Okay, weiter. Autonavon konfigurieren. Wähle Einstellung, die Spielfigur für die Einstellung gelten soll. Wähle Item aus, Autonavon aktivieren. Mit Dreieck das Autonavon für dieses Item an- oder ausschalten. Mit dem Spiel wird eine Spielfigur mit einer Ability ausgerüstet, stehen ihr mehrere Fähigkeiten zur Verfügung. Es gibt viele Sorten von Abilities mit allerlei Effekten. Abilities anzulegen kostet AP und funktioniert so lange, bis die AP-Leiste voll ist. Wähle unter Abilities die Spielfigur aus, die du mit Abilities ausrüsten willst. Wähle Ability aus, wähle anlegen, um die Spielfigur mit der gewählten Ability auszurüsten. Mit Dreieck wird die Ability an- oder abgelegt. Okay. Mein Gott, so, wir haben ein paar mehr schon, ihr seht es ja selbst schon. Steh auf, Männchen, drücke Kreis, um schnell wieder den Ballon zu finden, nachdem du in der Luft geschleudert worden bist. Wenn wir natürlich ausrüsten mit Dreieck, machen wir es mal besser. Erhöht den Schaden, der durch Situationskommandos verursacht wird, um 50%, leere mehrere Effekte zu verstärken. Löst kontinuierlich Abschlussangriffe nach Kombos aus, machen wir natürlich auch. Schauen wir, zieht Kugeln an, das kennen wir ja noch das gleiche. Genau, müsste Wahrscheinlichkeit von Items erhöhen, dann packen wir beide gleich rein. MP Hastra wird die Geschwindigkeit der MP, wie sie aufgefüllt werden, wieder erhöht. Und das ist eine Sache, wenn man das Spiel auf Level 1 durchspielen will, das werde ich nicht anmachen, weil das wäre doof. Weil ich will es nicht auf Level 1 durchspielen, ich will es so durchspielen, normal. So, können wir Rüstung reintun, Accessoires haben wir noch nicht oder halt Item. So, Truhe ist noch nichts drin und mehr haben wir auch gerade nicht. Tagebuch, steht noch drin, wo wir hin sollen, ne? Öffne die Schatzkiste und ja, okay, alles klar. Okay, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Würde ich sagen mal, oder? Ja, bisschen Zeit haben wir ja noch. Denk mal, wir werden den ganzen Gang immer durchlatschen. Ort der Berufung. Ist das eine Truhe oder sowas? Ne, ist nur die Tür, okay. Mal gucken. Vielleicht, ich glaube, wir leveln sogar einmal. Dam, dam, dam. Ach, haben wir gar nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, wir sehen auch gar nicht, wie viel Leben die haben. So, tschüss, Level. Achso, vier Erfahrungspunkte. Da, 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 da. Das ist auch die Musik aus Kingdom Hearts 1 übrigens. Die wir auch am Ort der hier Stelle hatten und alles. Hallo. Okay, aufpassen. What the hell, ey. Man ist aber böse, ja? Auf. Alter, das war böse und hat mir auch Schaden gemacht, aber nicht wenig mal. Wir müssen unbedingt jetzt killen, damit wir jetzt hier nicht drauf gehen. Wir leveln gleich. So, gehen wir kurz weg. Ah, okay, Tala. Ja, da, 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 da. Und tschüss. Okay, mal gucken, was hier drin ist. Einmal eine Portion, okay. Ach, wir haben hier voll Leben, wollte gerade sagen, wie sollen wir eigentlich wieder voll Leben? Ich war gerade verwirrt. So, nochmal welche. Moin. Alter, auf damit. Alter, ist das lustig. Und Level up, Abwehrkraft. Und, ja, er ist noch nicht tot. Und jetzt aber, so, tschüss. 56 Erfahrungspunkte, brauchen wir Level zu steigen wieder. So. Alter, ach doch, ich wollte gerade sagen, kommen wir mehr oder was? Ich war gerade verwirrt, ich dachte, jetzt kommen wir keine mehr. Wow. Alter, auf damit. Okay, es ist noch nicht zu Ende. Uah. Ich sollte eventuell echt über Situationskommandos öfters einsetzen.
eins. Achso, Items verlieren die Gegner natürlich auch, ist klar. So, tschüss, das war's. Aber kurz alles auffüllen und dann gehen wir weiter. Nächstes Raumchen. So, bevor wir weitermachen werden, werde ich den Part an dieser Stelle beenden. Ich weiß, komische Stelle, aber mir egal. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.